Heute bin ich mit meinem Freund Matthias an der Bullrach unterwegs. Wir haben Metallschrott gesammelt. Unter anderem habe ich dieses 8mm Armierungseisen gefunden. Und das Ziel des heutigen Tages ist es, aus diesem Armierungseisen ein Messer zu schmieden. Die Esse wollen wir aus Lehm improvisieren. Die Belüftung versuchen wir mit einem Plastiksack. Ja, wir sind sehr gespannt, ob es funktioniert. Viel Spaß beim Zusehen. Die Esse ist jetzt fertig. Ich habe im Lehm noch etwas verstrichen. Jetzt werde ich versuchen, ein Gebläse zu bauen mit einem Abfallsack. Denn seit ich Taro vom Kanal Taro Movies kenne, habe ich immer einen Abfallsack dabei. Und unbedingt mal den Kanal von Taro Movies reinschauen. Meine Kanalempfehlung für euch.
ist deine Klinge so dick? Das Messer ist dann soweit fertig. Es schneidet auch einigermaßen. Aber das Messer ist ja aus Baustahl. Das heißt, es ist nicht gehärtet. Es gibt aber ein Verfahren, das sogenannte Randschichthärten. Das werden wir jetzt ausprobieren. Und zwar werde ich diese Hülse mit Kohlestaub füllen, das Messer glühen, hineinstecken, etwas backen lassen, hinausnehmen, abschrecken und dann sollten die äußersten paar Hundertstel Millimeter gehärtet sein. Das würde ja eigentlich genügen. Ist jetzt gefüllt mit Kohlestaub. Jetzt nehme ich das Messer raus, das glühende Messer, stecke es hier an die Hülse,
Scheiße. Jetzt schließe ich das Ganze ab. So, und jetzt lege ich das zum Backen in die Glut. Also wir haben jetzt das Messer eine halbe Stunde gebacken. Das glüht jetzt ziemlich stark. Ich werde das Messer jetzt rausziehen, die Hülse wegschlagen und dann im Wasser härten. Das muss ziemlich schnell gehen. Ich hoffe, das klappt. Okay. Das Messer hat sich etwas verzogen. Aber jetzt werde ich mal schauen am Schleifstein, ob es härter geworden ist. Keine Ahnung, ob diese Technik funktioniert. Ich glaube, das Aluminiumrohr ist in der Hitze geschmolzen. Ja, wir schauen mal, ob es funktioniert hat. Das Messer ist jetzt fertig. Ich muss jetzt leider Schluss machen, weil es schon eindunkelt. Das Härten hat wahrscheinlich nicht sehr viel gebracht. War schwierig, das beim Schleifen herauszufinden. Ich habe es natürlich nochmals nachgeschliffen. Aber ja, ich werde mal einige Tests machen und vielleicht noch ein Video nachschieben. Es ist also möglich, ohne Hilfsmittel ein Messer zu schmieden. Alles, was ihr benötigt, ist ein paar Steine, etwas Lehm und einen Abfassack. Und dann könnt ihr so ein Messer schmieden. Ich finde, das Projekt ist gelungen. Das Messer taugt. Und ja, ich habe Freude an meinem neuen Messer. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!